Wir sollten uns zuallererst darüber verständigen, ob wir am öffentlich-rechtlichen System, am dualen System in Deutschland festhalten wollen. Und das kann ich nur dringend empfehlen. Ich glaube, es gibt keine Fernsehlandschaft der Welt, die eine so hohe inhaltliche Vielfalt und Qualität bietet wie die deutsche. Ich glaube, dass wir darauf noch viel stolzer sein könnten im internationalen Vergleich, als wir das sind. Und ich glaube, dass dazu natürlich der lebendige Wettbewerb mit den privaten Anbietern beiträgt, aber ganz wesentlich doch auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen mit einem über Jahrzehnte gepflegten, hier und da etwas auf Abwege geratenen, aber in Summe doch überzeugenden Qualitätsverständnis hierzu beiträgt. Ich glaube also, dass das duale System in Deutschland eine Berechtigung hat, dass es erhalten werden sollte und dass wir uns alle dazu bekennen sollten. Das ist eine erste ganz wichtige Voraussetzung. Zweitens müssen wir natürlich als Vertreter der aus dem Printgeschäft kommenden Verlage einräumen, dass es denklogisch ein bisschen schwierig ist, wenn wir einerseits sagen, die Digitalisierung ist unsere Zukunft, das mobile Internet, das ist es, worauf es ankommt und nur wer sich erfolgreich transformiert, wird überleben. Und gleichzeitig sagen wir, aber die Öffentlich-Rechtlichen, die dürfen das nicht. Eine schwer haltbare Position. Wir müssen also den Öffentlich-Rechtlichen genauso die Chance zur Digitalisierung einräumen, wie wir sie selber nutzen wollen. Und der Versuch, das dann durch 3-Stufentests und durch inhaltliche Einschränkungen zu lösen, ich habe von Anfang an wenig Sympathie dafür gehabt und ich finde, wir sehen ja im Moment auch, dass es nicht sehr überzeugend funktioniert. Der Ansatz inhaltlicher Einschränkungen widerspricht meinem Freiheitsverständnis und ich glaube, er wird auch in der Realität nicht funktionieren. Auf der anderen Seite haben wir eine Situation, und auch das muss klar gesehen werden, dass die Öffentlich-Rechtlichen mit einem Budget von 8,5 Milliarden, natürlich übrigens längst ein Pay-TV-Modell in Deutschland etabliert haben. Es ist übrigens interessant, warum Pay-TV bei uns in Deutschland so schwierig ist. Also da sind ja mittlerweile 2 bis 3 Milliarden, sagen wir es mal höflich, investiert worden. Und warum das nicht funktioniert, hat natürlich auch damit zu tun, dass das Öffentlich-Rechtliche die beste Pay-TV-Plattform überhaupt ist. Mit 18 Euro Gebühren pro Monat, mit 100% Marktabdeckung, mit 24.000 Mitarbeitern und 8,5 Milliarden Budget, mit Fußballrechten, die eben immer die Hauptanziehungskraft für das Pay-TV international ausmachen. Das alles ist natürlich schon ein massiver Ansatz und auch das Programmvolumen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Also ARD und ZDF bieten rund 500.000 Programmminuten auf den Sendern. Bei den dritten Programmen der ARD sind es 4 Millionen Sendeminuten, bei den analogen Spartenkanälen inklusive Arte 1,9 Millionen. Und bei den Digitalkanälen kommen nochmal 3 Millionen hinzu. Das heißt, an jedem 24-Stunden-Tag des Jahres produzieren ARD und ZDF mit ihren mehr als 20 Kanälen 456 Programmstunden. Wer das alles sehen wollte, der müsste 19 Leben parallel leben. Also wenn man alles guckt, was es zu gucken gibt, muss man 19 Leben leben. Ich will das gar nicht kritisieren. Ich finde es großartig. Nur wenn Sie dieses Volumen, diese inhaltliche Potenz und dieses Budget nehmen und dann sagen, wir wollen in der digitalen Welt erstens alles dürfen, was die Privaten auch dürfen, und zweitens wollen wir das Ganze auch noch kostenlos anbieten, dann, meine Damen und Herren, ruinieren Sie die Basis für ein künftiges Geschäftsmodell der privaten Inhalteanbieter in der digitalen Welt. Das ist es, was damit geschieht. Ich muss das ganz klar sagen, für mich wäre die Pressemitteilung ARD und ZDF geben bekannt, dass sie morgen eine Gratiszeitung herausgeben. Diese Pressemitteilung wäre für mich weniger bedrohlich als die Pressemitteilung, dass ARD und ZDF Gratis-Apps rausgeben. Das ist zwar im Volumen überhaupt noch nicht vergleichbar. Das eine ist klein, winzig heute und sieht ganz harmlos aus und das andere ist ein riesiges Geschäft. Nur das riesige Geschäft ist rückläufig. Dieses kleine, unwichtige Geschäft wächst geradezu exponentiell. Die Zeitung und Zeitschrift der Zukunft sind Smartphones und Tablets. Die Zeitschrift und Zeitung der Zukunft, die bewegten Bilder der Zukunft werden sich über das Internet vermitteln und werden auf diesen neuen Geräten eine wachsende Rolle spielen. Wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Möglichkeit hat,
mit den Gebühren auf der einen Seite, zusätzlich auch noch mit Zugang zu Werbung, Sponsoring und E-Commerce, auf diesen Kanälen kostenlose Angebote zu machen, dann haben wir schlichtweg kein Geschäftsmodell. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir das nicht hinnehmen wollen, weil die Gesellschaft sagt und die Politik sagt, auch private Medien und private Medienvielfalt ist in Deutschland schützenswert, so wie auch das Öffentlich-Rechtliche schützenswert ist. 380 unabhängige Verlage, die 43 Millionen Menschen erreichen, die einen hohen Beitrag zur Vielfalt und zur Qualität der Informationen in Deutschland leisten, sind auch schützenswert. Wenn wir das wollen, dann brauchen wir ein System und eine Architektur, die dauerhaft Bestand hat und die einen vernünftigen Kompromiss, bei dem beide Seiten Zugeständnisse machen, findet. Ich möchte nur ein paar Akzente setzen, die vielleicht die Diskussion darüber beeinflussen können. Und zwar zum einen müsste es sichergestellt sein, dass die Öffentlich-Rechtlichen grundsätzlich und zwar auf allen Vertriebskanälen auf Werbung, auf E-Commerce und auf Sponsoring verzichten. Sie dürfen sich nur durch Gebühren finanzieren, die Privaten finanzieren sich nur durch diese drei Einnahmenkategorien. Zweitens müsste sichergestellt werden, dass alle neuen Angebote, also insbesondere auf den Smartphones und auf den Tablets, alle neuen Angebote der Öffentlich-Rechtlichen ebenfalls Gebühren erheben, aber natürlich nicht, indem sie einfach umverteilen. Für die 2-3%, die heute diese neuen Geräte nutzen, zahlen 98% der Gebührenzahler, die diese Geräte entweder nicht haben oder nicht nutzen. Das wäre ungerecht, sondern man soll es so machen, wie man es früher gemacht hat, wenn beim ZDF Kochrezepte angeboten wurden und man die haben wollte, dann musste man Briefmarken schicken. Man musste also auch da für Zusatzleistungen bezahlen. Und so wie man früher für Kochrezepte bezahlt hat, so soll man jetzt zumindest in einer Phase der Entwicklung dieses Geschäftes direkt die Gebühr beim Nutzer erheben. Das heißt, diese zusätzlichen Angebote, das heißt, die Apps ganz konkret müssen kostenpflichtig sein, müssen die Gebühr beim Nutzer erheben. Das allein würde sehr wesentlich helfen, eine Bezahlkultur, die bereits da ist, zu erhalten als Grundlage für das Geschäftsmodell aller Inhalteanbieter, aller privaten Inhalteanbieter in der digitalen Welt. Und natürlich würde das dann, wenn man diese beiden wesentlichen und einfach zu erreichenden Voraussetzungen böte, würde das natürlich dazu führen, dass die Öffentlich-Rechtlichen inhaltlich frei sein müssen, zu tun und zu lassen in der digitalen Welt, was sie tun wollen. Und zweitens, es müsste auch sichergestellt werden, dass für die Öffentlich-Rechtlichen eine sichere Finanzierungsbasis da ist. Das heißt, dass wir in gestaffelten Gebührenfortschritten die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Sektors sicherstellen. Ich glaube, dass auf dieser Basis eine Diskussion lohnt und eine Lösung vielleicht erreichbar ist. Wenn wir das schaffen, dann können wir uns gemeinsam auf das konzentrieren, worauf es wirklich ankommt. Und das ist nicht Regulation, Medienpolitik oder Technologie, sondern ich glaube in unserem Geschäft Inhalte. Wir reden viel zu wenig über Inhalte, wir reden zu wenig darüber, wie wir Menschen wirklich faszinieren können mit dem, was wir tun, mit unabhängigem investigativen Journalismus, mit unterhaltsamer, fiktionalen Angeboten. Das ist doch am Ende der Kern unseres Geschäfts und hierauf sollten wir uns konzentrieren und wir sollten auch den Glauben nicht daran verlieren, dass die Menschen trotz User-Generated Content, der natürlich eine wunderbare Bereicherung der inhaltlichen Angebote in der digitalen Welt ist, dass Profi-Journalismus, Profi-Angebote von Inhalten, von Leuten, die wissen, wie man erzählt, wie man recherchiert, wie man mit Sprache umgeht, die wissen, wie man diese Information auch visuell inszeniert, dass das eine Zukunft hat. Die Menschen sehnen sich nach kollektiven Informationserlebnissen. Sie wollen eine gemeinsame Gesprächsgrundlage. Sie wollen etwas, worüber sie sich gemeinsam unterhalten können. Wenn jeder einen anderen Blog gelesen hat, haben sie kein gemeinsames Gesprächsthema mehr hier auf dem Mediengipfel. Insofern kollektive Gesprächsangebote auf großen, glaubwürdigen Markenplattformen, die wir etablieren, das ist es. Und dabei sollten wir auch das Prinzip Führung nicht aufgeben. Natürlich wollen Menschen Orientierung, sie wollen Angebote, sie wollen für etwas interessiert werden, von dem sie vorher noch gar nicht wussten, dass es sie interessiert. Das ist ja der große Unterschied. In der Suchmaschine finde ich schneller das, von dem ich vorher wusste, dass es mich interessiert. In einer Zeitung oder in einem Fernsehsender werde ich von Dingen begeistert, von denen ich vorher noch gar nicht wusste, dass sie mich interessieren könnten. Das ist die besondere Rolle von Profi-Informationen. Und natürlich wollen die Menschen das. Lassen Sie sich nicht erzählen, dass jeder immer sein eigener Programmdirektor sein will. Das geht irgendwann so aus wie in den antiautoritären Kindergärten der 60er Jahre, wo irgendwie die Kinder gesagt haben, müssen wir heute schon wieder spielen, was wir wollen. Das wollen die Menschen nicht auf die Dauer.
Meine Damen und Herren, ich bin optimistisch. Ich glaube, wir haben eine großartige Ausgangssituation. Wir können mit dem, wofür wir leidenschaftlich brennen, nämlich mit guten Inhalten, mit guten Informations- und Unterhaltungsangeboten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viel bessere Geschäfte machen und sinnvollere Dinge tun als in der Vergangenheit. Deswegen sollten wir uns an dem orientieren, der unser aller Vorbild sein muss in diesen Fragen, an Winnetou. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Winnetou 3 gesehen hat. Dort gibt es die für mich absolut legendäre und unvergleichliche Schlussszene, wenn Winnetou und Old Shatterhand auf einem Berg stehen, auf dem Rücken ihrer Pferde, in der Ferne der blutrot sonnengetränkte Himmel und ein Zug fährt vorbei, das Dampfross. Und Old Shatterhand ist sehr skeptisch ob dieses Fortschritts und sieht das alles sehr kritisch. Und Winnetou sagt zu ihm, nur wer sich dem Fortschritt nicht verweigert, wird überleben. In diesem Sinne danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.